Heiße Derby-Atmosphäre im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Die Austria empfängt Rapid zum 318. Wiener Stadtduell. Und die Partie nimmt von Beginn an Fahrt auf. Es gibt knifflige Entscheidungen zu beurteilen für das Schiedsrichterteam. Nach 8 Minuten gibt es eine äußerst knappe, aber richtige Abseitsentscheidung gegen Joelton. Der alleine aufs Tor ziehende Brasilianer ist einen Hauch vorne. Schon kurz darauf folgt dann eine weitere schwer zu beurteilende Entscheidung von Schiedsrichter Trachter. Es gibt keinen Strafstoß nach der Attacke von Holzhauser gegen Trösterson. Rapid ist in einem 4-2-3-1-System das torgefährlichere Team. Die 26. Minute. Grün-Weiß kommt zu einer ersten richtig guten Offensivaktion. Pavelic zieht ab, da fehlt nicht viel auf eine Führung für Rapid. Kurz darauf geht Grün-Weiß dann aber verdientermaßen in Front. Wieder ist Pavelic über die rechte Seite beteiligt an der Entstehung. Starker Pass auf Santo, der legt zurück auf Trösterson. Und nach 33 Minuten steht es 1-0 für Rapid. Arnor Ingvi Trösterson erzielt seinen Premierentreffer für Büskens und Co. Und das nach einem sehenswerten Angriff über die rechte Seite. Startelf-Debütant Santo hat die Übersicht. Und Trösterson lässt Alma keine Chance. Kurz vor der Pause folgt dann noch eine weniger schöne Szene für den Isländer, der bei einem Zweikampf von Pires am Knie getroffen wird. Trösterson kommt da an der Strafraumgrenze zum Ball. Dann folgt der Zweikampf gegen Pires, der in vollem Tempo klären will. Trösterson bleibt danach mit großen Schmerzen liegen. Die Aktion von Pires ist allerdings kein Foul. Er spielt den Ball. Ja, und die Knieverletzung von Trösterson soll aber nicht ganz so schlimm sein, wie es im ersten Moment aussieht. Büskens bringt dann Schobesberger neu in die Partie und der Flügel kommt gleich nach dem Seitenwechsel zu einer Top-Möglichkeit. Herrlicher Seitenwechsel und dann ist Alma gefordert. Top-Reaktion des Teamgoalies. Die Austria wirkt angeschlagen, aber Rapid verabsäumt es, einen zweiten Treffer nachzulegen. Und so folgt eine überraschende Wende in diesem Derby. Strigger Larsen, der weite Abschlag. Novota verschätzt sich völlig. Und da ist Larry Coyote und gleicht in Minute 63 aus. Was macht Jan Novota da? Er kommt heraus, aber nicht mal in die Nähe des Balles. Und Larry Coyote bedankt sich. Wie aus dem Nichts steht es plötzlich 1-1. Somit ist wieder alles offen, aber die Reaktion der Rapidler hat Format. Schrammel mit der Flanke. Und keine 3 Minuten nach dem Ausgleich bringt Louis Schaub die Hütteldorfer wieder in Führung. Der Euro-Louis wird zum Derby-Louis. Kaum zu glauben, aber Schaub trifft zum ersten Mal gegen die Austria. Nur eine Randnotiz bleibt, dass der frustrierte Marcinko danach mit dem Ellbogen gegen Joelton ausholt und dafür ungeschoren davonkommt. Der Austria fehlt danach die Überzeugung, noch einmal auszugleichen. Rapid ist mehrfach dran am 3-1 und in Minute 86 ist es dann auch soweit. Joelton auf Schobesberger, der legt rüber auf den eingewechselten Grahovac. Und dann ist die Messe im Happelstadion gelesen. 3-1 für die Elf des jubelnden Mike Büskens. Janker bekommt ein Busserl auf die Glatze. Alles sauber bei diesem Tor. Joelton sehr schön in den Lauf von Schobesberger, der dann nicht im Abseits ist. Ebenso wie Grahovac bei der Ballabgabe von Schobesberger. Und dann macht der Bosnier alles klar in diesem Derby. Und für die Austria kommt es in der Nachspielzeit sogar noch schlimmer. Wieder läuft man in einen Konter. Schobesberger diesmal auf Joelton. Und auch der Brasilianer erzielt sein erstes Derby-Tor. 4-1, die Austria war nach dem 2-Tore-Rückstand bereits geschlagen. Und sie lässt Rapid in den letzten Minuten nach Belieben schalten und walten. Grün-Weiß war das in allen Belangen bessere Team an diesem Tag. Und so geht auch der Endstand von 4-1 für Rapid gegen die Austria in einem einseitigen Wiener Derby in Ordnung. Das ist mein erstes Wiener Derby und es ist schön, dass ich das gewinnen durfte, ja, weil es uns auch wahnsinnig viel Energie geben kann.